Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Buongiorno, 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 meine Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden. Ja, heute ist Donnerstag. Noch paar Tage, 3 Tage. Und dann ist das Spiel in Düsseldorf. Ich bin schon heiß, ich bin heiß auf das Spiel. Heiß, richtig heiß auf das Spiel. Und ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ist so. Ich glaube, alle haben Bock drauf. Ja, was gibt's heute Neues? Nix, nicht so viel. Ja, Can Bostogan. Unser Can Bostogan ist ja ausgeliehen an Beşiktaş Istanbul. Und Beşiktaş will eine Kaufoption ziehen für Can Bostogan, da er ja gute Leistung bringt bei Beşiktaş. Ich hätte den Can Bostogan gerne bei uns gehabt, weil ich halte für einen sehr guten, talentierten Spieler. Hätte seine Entwicklung gerne bei Schalke gesehen. Aber okay, Schalke hat gesagt, wir leihen den aus. Ich hatte damals gedacht, er braucht Spielpraxis, aber mit einer Kaufoption, so verstehe ich das, und will Beşiktaş Istanbul will diese Kaufoption ziehen. Aber sie wollen von 2,5 Millionen handeln und den auf 1,5 bis 1,5 Millionen runterhandeln, diese Kaufoption. Aber ich weiß ja nicht, wie die das da geregelt haben, weil Galatasaray Istanbul ist auch an Can Bostogan interessiert. Dann sage ich mal, da könnten die Verhandlungen beginnen. Der am meisten bietet, würde ich abgeben, weil sein Marktwert, Marktwert.de, liegt bei 3,2 bis 3,5 Millionen. Ich glaube 3,5 Millionen, wenn mich das nicht richtig täuscht. Ja, dann würde ich sagen, hey, der am meisten bietet, der kriegt den auch. Ganz einfach. Das ist das Tagesgeschäft. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die das mit Beşiktaş Istanbul da geklärt haben oder verhandelt hatten damals, wo wir den ausgeliehen haben und sie den übernommen haben, wie da die Kaufoption ist. Ich denke mal, Beşiktaş wird die Kaufoption ziehen, wenn sie wirklich den Spieler haben möchten, weil sie zufrieden mit ihm sind. Aber den unter dem Marktwert 1,5 Millionen ist zu niedrig, dann muss man handeln. So ist das im Geschäftsleben. Man muss handeln. Aber ich denke mal, der Ruben Schröder wird das nur machen. Schade, ich hätte den Can Bostogan gerne bei uns spielen sehen. Wirklich, weil ich den Jungen wirklich für gut halte, sehr gut halte. Er ist ja noch jung, entwicklungsfähig, aber okay. Ich bin da gespannt in der Entwicklung mit Can Bostogan, wie das weitergeht und wer den Bostogan sich an Land zieht. Ob Galatasaray oder Beşiktaş. Das sind ja auch Rivalen und vielleicht kommt ja auch noch Fenerbahçe Istanbul dazu, die sagen, hey, den holen wir jetzt. Wir bieten 5 Millionen. Hier, bitte. Sofort. Gib ihn dir. Gib ihn dir. Ja. Ah, ich freue mich schon. Sonntag in Düsseldorf. 13.30 Uhr. Und dann hauen wir die weg. Und dann stehen wir da. Noch besser als vorher. Ja, wird ein schwieriges Spiel in Düsseldorf. Das wissen wir alle. Aber ich freue mich schon. So, wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag. Ich grüße euch, Glück auf, ciao, ciao, arrivederci, euer Schalke. Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Yeah!